Oh Mann, ich glaube, ich heule gleich. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem zweiten Teil der Wir essen nur Tiefkühlgerichte. Der Ofen heizt gerade schon vor und ich habe mir gedacht, wir fangen erstmal ganz classy sassy an mit das spiegelt. Wie soll es anders sein? Der gute Laugenstangen mit Käse überbacken. Ich habe die schon länger gesehen, ich habe die irgendwie nie mitgenommen und heute dachte ich mir, wird es Zeit, weil die Kombi Käse und Lauge. Die gefallen mir, auch schon roh. Sieht super aus. Schauen wir mal, was wird. Mache ich jetzt rein für 15 Minuten. Wir alle kennen die guten alten Bad Hair Days. Das ist heute meiner. Irgendwie, meine Haare fallen so einfach... Weiß ich nicht. Was auf jeden Fall stimmt, ist... Oder beziehungsweise sind die Laugenstangen. Die sind jetzt fertig. Die haben sogar nur 12 Minuten gedauert. Ich hätte sie eigentlich im Waffeleisen machen müssen. Da wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Aber ich wollte so richtig the Flubbiness heute. Und Waffeleisen sind ja immer mehr so kross. Ich habe die gerade mal auseinandergerissen. Die sehen schon von innen richtig fluffig aus. Boah. Ja. Die ist genauso fluffy, wie eine Laugenstange sonst ist. Nur noch mit Käse. Was halt wirklich sehr geil ist. Definitiv die bessere Idee, die einfach zu Hause aufzubacken, als sie beim Bäcker zu kaufen. Wobei Aldi die Ausnahme ist mit dem Laugenzopf, der ist halt unschlagbar. Der schmeckt tatsächlich auch, finde ich, ist nicht so krass. Der schmeckt einfach, auch wenn er 2, 3, 5, 6, 7 Stunden schon in diesem Backwarenteil liegt, schmecken die auch noch trotzdem richtig fluffig. Aber wenn ihr so eine richtig frische, warme, fluffige Käselaugenstange wollt, geht nicht zum Bäcker. Backt sie bei euch zu Hause auf. Und eigentlich könnte man auch, dann sind sie nämlich auch nicht so teuer, einfach die normalen kaufen, bisschen Mozzarella-Käse drüber, ab in den Ofen. Und dann hat man genau denselben Spaß. Ich blende euch gerne mal ein, was die gekostet hatten. Die waren schon, das waren ja nur 4 Stück. Und ich glaube, die haben genauso viel gekostet wie 8 normale Laugenstangen. Von daher, ne, ich glaube, da erzähle ich euch jetzt nichts Neues und macht einfach Streukäse drüber. Aber schon wirklich sehr geil. Ganz befriedigt bin ich jetzt noch nicht mit den Laugenstangen, weil es fehlt noch ein bisschen was Süßes. Und deswegen habe ich mir, ich glaube, wir hatten auch schon im letzten Teil, weil der ist halt auch schon immer ein Jahr her, ihr könnt euch bestimmt eh nicht mehr dran erinnern, hoffe ich, denn ich hatte da auch schon einen Apfelstrudel, so einen Strudel, auch von Koppenrad und Wiese, die heißen doch so. Ja, ich habe es ja irgendwie nicht so mit Namen, ne? Ich habe ja Wagner-Pizza mit Werthers Original verwechselt. For real, ich wurde das wirklich auch auf Instagram privat gefragt, ob ich das irgendwie extra mache. Nee, ich wünschte. Dann hätte es ja wenigstens noch einen Grund gehabt, aber nein. Ich bin einfach so verpeilt und rede drauf los. Kopf schneller als... Nee, der Mund schneller, seht ihr? Kirschstrudel habe ich mir gekauft. Probieren wir mal von der guten Maus. Wahrscheinlich ist es vielleicht schon ein bisschen zu vanillig, weil das ja auch schon mit Vanille gefüllt ist, aber es gibt nie zu viel Vanille. Man sagt ja immer, mir wird da ganz warm ums Herz, ne? Aber bei dem ist es halt wirklich so. Also ich habe wirklich das Gefühl, mir wird innen richtig warm. Ist so richtig Balsam, das geht runter wie Butter. Das Einzige, was mir nicht so passt, ist, dass das halt immer so lange dauert. Ansonsten, oh mein Gott, da ist mein Nachbar. Und er hat mich gesehen. Und hat wieder schnell weggeguckt. Ihr müsst halt wirklich wissen, mein Fenster ist straight zum Mülleimer. Ihr kennt's ja. Oh, der ist weg. Und deswegen, nicht mal, dass sie da irgendwie reinstalken, sondern du guckst halt, einfach weil es die Aussicht ist, wieder zur Tür, guckst du halt ins Fenster rein, so. Das ist normal. Aber sie ist so cringe, weil ich irgendwie jedes Mal so mit meiner Gabel rumhantiere und die sehen ja, da sitzt mir keiner gegenüber. Oh, herrje. Naja, wie auch immer. Find's trotzdem sehr lecker. Ne? Vanille kommt durch, Bonbon kommt durch. Auch die Vanillecreme, die ja so auf pflanzlicher Hafer war, das ja, glaube ich, Basis basiert, schmeckt wirklich gut. Also,
Ich mag das. Ja. Kann ich recommenden. Und meine Hose auch. Jetzt finde ich, sitzen auch die Haare ein paar Stunden später. Irgendwie müssen die sich am Anfang, wenn ich die frisch gewaschen habe, noch ein bisschen legen. Ich habe ein neues Gericht gefunden und das haben wir früher gefühlt, dass wir nur von Tiefkühlgerichten gelebt haben. Das hat mein Papa uns immer richtig gerne gemacht, wenn der keine Zeit hatte, groß zu kochen, selbst gerade von der Arbeit heimkam und hungrige Kinder da hatte. Hatten wir immer Tiefkühlpaella gegessen und ich sage euch, ja, klar, in Spanien oder sonst wo schmeckt das natürlich viel besser, aber für so ein Tiefkühlgericht fanden wir das wirklich als Kinder super, super lecker und ich habe das so gerne gegessen. Und ja, irgendwann ist es dann weggefallen, weil es gab nie Tiefkühlpaella ohne Fleisch. Zumindest habe ich das nie gesehen und sowieso nicht mit Veggie-Ersatz in dem Sinne, bis ich diesen Wahnsinnskauf gemacht habe. Ich habe mich wirklich so gefreut. Finde ich richtig nice. Ich glaube, ich hatte noch nie Tiefkühl-Hähnchen-Ersatz, glaube ich, gegessen. Nee. Ist auch relativ neu. Vegan auf Basis von Erbsenprotein. Probieren wir mal. Wir hatten ja auch schon letztens in dem Food-Neuheiten-Video so eine Reispfanne gegessen. Ich glaube, die war auch von Frossa. Ich finde wirklich, wenn man nicht viel Zeit hat, aber man mag trotzdem irgendwas, was trotzdem gut gewürzt ist, frisch schmeckt, kann man absolut mit diesen Tiefkühl-Dingern nichts falsch machen. Hoffe ich zumindest. Also wir probieren es mal aus und wenn es schmeckt, Freunde, die Paella-Fiesta findet ihr jeden Tag in Lauf, weil ich habe das, wie gesagt, so gerne früher gegessen. Das erinnert mich richtig an meine Kindheit. Das macht mich richtig melancholisch. Alt werden ist irgendwie gruselig. Also was heißt, ich bin nicht alt, ihr wisst, was ich meine, aber irgendwie, es geht alles so schnell. Puh, Hilfe! Ich bin mir sehr sicher, dass mein Papa damals nicht mehr als 2 Paella-Packungen gebraucht hatte, um sich, mein Bruder und mich satt zu bekommen. Und mittlerweile bräuchte man halt wirklich legit 3, damit jeder einen halbwegs vollen Teller hat. Das ist halt so krass, wie klein die Portionen werden, weil das waren damals, glaube ich, auch 500 Gramm oder 750 Gramm. Ich glaube, das war damals üblich 750. Und mittlerweile sind das so Furzportionen. Ich finde das so krass. Und das machen die ja, wie gesagt, bei allen Sachen so, dass irgendwie alles viel kleiner wird und man es hoffentlich nicht merken soll. Und dann wundert man sich selbst, warum man irgendwie gefühlt nicht satt wird. Von Sachen, von denen man eigentlich damals geglaubt hatte, man wird satt. So, es ist komplett weird, aber gut. Dafür kann jetzt aber auch nichts hier das Paella. Deswegen hoffen wir einfach, es schmeckt, weil dann ist das wirklich hier auf Vorrat. Oh Mann, ich heule gleich. Und das schmeckt genauso cremig wie damals. Und es gibt mir, das ist ein gutes Zeichen, das gibt mir direkt Throwbacks zu 2010, 9, 8. Oh, Fleisch habe ich jetzt noch nicht probiert, aber dieses schon mal cremig, ein Ticken ölige, weil aus diesem Paella kommt ja manchmal so ein bisschen eigener Saft noch raus. Boah, das schmeckt genauso wie damals. Hier haben wir jetzt mal ein Chicken. Boah, das ist sogar voll gut. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Chicken Chunks oder Döner Chunks von Aldi. Da schmecken die halt einfach nur diesen Paella-Mix. Richtig, richtig gut. Also wenn ihr Paella-Fans seid, dann please geht zum Rewe. Ich weiß nicht, ob es das sonst noch irgendwo gibt. Vielleicht im Edeka, den größeren gibt es bestimmt. Probiert, weil, oh, da muss ich eigentlich auch meinem Papa Bescheid sagen, dass wir einfach mal wieder so in guten alten Zeiten, ihr kriegt halt eine extra Pfanne, wir alle wieder Paella machen, weil ich liebe das Zeug. Das freut mich gerade wirklich voll. Ich habe mein Tiefkühlgericht gefunden. Gut 2 Stunden später habe ich das gute Ding nun aufschauen lassen. Und kurze Hintergrundstory. Ich hatte euch in einem Video erzählt, ich glaube, das war in einem Fearfood-Video vor gut 1, 2, 3 Monaten, liebe ich sehr diesen Schokokokoskuchen. Und dann hatte mir eine Zuschauerin daraufhin ein paar Tage später auf Instagram geschrieben, dass es den bei Rewe gibt und dass das nämlich der hier ist. Und ich war so happy. Den gab es doch jetzt tatsächlich in unserem Rewe. Und den holen wir jetzt raus. Ich glaube, der muss nochmal circa 6 Minuten in die Mikro. Und dann lassen wir uns den guten schmecken, weil der ist so geil, luftig, locker. Oh, na super. Tatsache, das ist der. Nur ist der, wie gesagt, beim All You Can Eat immer in sehr schmale Scheiben geschnitten. Sieht ihr, wie geil fluffig,
fudgy der ist. Boah. Warum schmeckt der ja noch viel besser? Der schmeckt aber wie frisch gebacken. Das gibt es einfach nicht, wie frisch gebacken. Das glaubt einem keiner, dass der gekauft ist. Macht den wirklich noch gerade in die Mikro. Bringt den mit. Sagt einfach, ja, habe ich gebacken. Rezept was? Nee, aus dem Kopf kann ich euch jetzt nicht so sagen. Ja, und dann ist eh vergessen. Naja, wirklich, der ist super, super lecker. Und vor allem schmeckt der wirklich richtig geil. Kokosnussig und auch nicht so billig, sondern wirklich, man schmeckt diese geilen Kokosflocken raus. Es schmeckt aber auch geil nach Schokolade. Oh. Boah, ich stelle mir das auch richtig geil, zum Beispiel morgen so ein bisschen auf den Joghurt drüber zu geben. Boah, ich glaube, da schmelze ich. Die Tiefkühlprodukte von der sind unterschätzt. Wir haben jetzt 8:30 und ich bin die ganze Zeit gerade am Handy, weil ich den Punktestand von der Eintracht die ganze Zeit verfolge, weil ich mir so wünsche, dass sie gewinnen. Ich bin normalerweise, ich bin überhaupt nicht in diesem Fußballding und ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich weiß, dass, wenn ihr das Video seht, I don't know when, hat die Eintracht samstags gegen Leipzig um den DFB-Pokal gespielt. Ich drücke jetzt ganz fest die Daumen, dass sie gewinnen, weil, ach, keine Ahnung, ich würde es denen sowieso auch gönnen und ich will auch keinen traurigen Arne morgen bekommen. Deswegen, ja, ich hoffe, die gewinnen. Aber gut, wir machen uns jetzt Essen. Ich habe nämlich jetzt schon ordentlich Hunger seit der letzten Aufnahme. Und ich muss euch an der Stelle mal zeigen. Ne? Boah. Ich hasse das, dass meine Knie so knacken. Warum ist sowas? Also warum knacken Knie? Ist sowas schlimm? Kann man sowas beheben? Oder ist es eigentlich wurscht? Habe mir... Den hat mir meine Mama nämlich damals mal gezeigt, beziehungsweise hat ihn auf den Tisch gestellt, als ich zu Besuch war. Und ich bin ein riesen Schlemmerfilet-Fan. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt genau der ist, aber seitdem ich da beschlossen habe, keinen Fisch mehr zu essen, sind die halt damit weggefallen und fanden dann früher zur Familie immer so geil, weil den konnte man auch ab und zu halt wirklich einfach easy in den Ofen stecken. Und dazu gibt es dann noch Pommes tiefgekühlt und Gemüse, weil das geht immer, finde ich sowieso immer, das heißt besser, aber ich esse viel mehr Tiefkühlgemüse als frisches Gemüse. Wobei ihr mir sogar mal erzählt habt, dass Tiefkühlgemüse sogar mehr Vitamine hat als frisches. Solange man das jetzt nicht komplett erhitzt und die absterben. Haltet euch fest für das wohl geilste Tiefkühlgericht on Earth. Wir haben hier einmal dieses sexy Schlemmerfilet. Es sieht so geil aus. Dazu Pommes. Oh, das schlägt übrigens ein bisschen. Noch sehr heiß. Und dazu Gemüse. Ich hoffe, jetzt ist nichts mehr verschwommen. Irgendwie ist gefühlt gerade die ganze Küche ein bisschen hier unter Dampf. Sollte mir was fehlen, habe ich meinen Balsamico-Freund bei mir. Ne? Würde ich, wenn ich Kaffee trinken würde, auch drüber geben. Das ist so ein Allrounder. Brauchst du wirklich für alles. Lass uns mal den Schlemmi hier probieren. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich den schon mal gegessen habe, aber ich glaube schon, der sieht dem sehr ähnlich, den meine Mama mir aufgetischt hatte. Ja. Ja, das ist der. Definitiv. Ich erkenne es direkt wieder. Schmeckt nämlich geil. Überhaupt nicht trocken. Brauche ich eigentlich kein Balsamico. Die Panade. Panade? Ich vergesse es ja wirklich jedes Video wieder. Moment. Panade. Mein Gott. Das ist doch nicht schwer. Die schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Schmeckt man keinen Unterschied, finde ich. Man könnte auch Zitrone drüber machen. Dieser Fisch unten ist halt nicht ganz so fest. Also das ist eher so ein bisschen weich. Da merkt man halt, dass es kein echtes Fischfilet ist. Die Pommes sind wirklich auch der Hit. Die schmecken so gut, die gehen so schnell. Schau mal, ist das immer noch so beschlagen? Was soll das denn? Na, das ist noch schlimmer. Ich hoffe, es ist wieder normal. Am Ende ist mein Bildschirm einfach nur verdutscht, aber ich meine, es ist ein bisschen schmierig. Naja, Essen jedenfalls top. Ich mag, dass das so Bälle sind. Das Ding mit warmen Karotten. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Dann finde ich sie toll. Och, Mano, die Eintracht hat verloren. Das gibt morgen traurigen Arne hier. So ist das Leben, ne? Pech im Spiel, Glück in der Liebe, ne? Mir schon gesagt, das sage ich ihm morgen. Um ihn aufzumuntern. Ich habe mir jetzt noch mal was als Trost mit ins Bett geholt. Das ist neu, Freunde, das ist neu. Das ist ein Joghurtteneis.
Bam! Woo! Die sind auch wieder ganz schön klein, muss ich sagen. Das ist gerade mal so groß wie meine Handfläche hier unten. Das ist wirklich klein. Man hat früher diese Eisgrößen Mini-Magnum genannt. Und das soll jetzt die normale Größe sein. Das ist nur so groß wie meine Backe. Ich weiß nicht, ob das gerade so rüberkommt. Weil das ist eine Frechheit. Da sind nur 4 Stück drin. Oh. Ähnlich wie beim Kinderriegel. Schmeckt genauso wie das Joghurtteneis. Man schmeckt schon ganz leicht die Erdbeere raus. Oh, krass. Ja. Yeah. Na gut. Da kann man wirklich nicht meckern. Also Größe ist was anderes, ne? Habe ich schon meinen Senf abgegeben, aber hier geschmacklich sensationell. Wer Joghurtten-Fan ist, muss es auf jeden Fall kaufen. Also ganz, ganz klar. Das habe ich jetzt beim Penny gesehen. Gibt es aber auch beim Rewe. Müsst ihr mal nachschauen. Sehr, sehr nice. Ja, das kann man machen. So wie alle anderen Produkte heute, die wir getestet haben. An Tiefkühlsachen. It's delicious. Also alles in allem heute ein voller Erfolg. Es war super lecker. Und wenn ihr, wie gesagt, mal keine Zeit habt oder euch einfach mal was in den Ofen schieben wollt, dann habt ihr jetzt hoffentlich genügend Inspo bekommen. Alles könnt ihr mit gutem Gewissen essen. Es schmeckt. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Danke, dass ihr bis hierhin übrigens zugeschaut habt. Das freut mich wirklich sehr. Und danke für euren Support. Immer wieder. Drückt euch ganz doll. Aber ich lieb. Küss euch. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder zu einem neuen Video. Macht es gut. Oh. Tschüss.